wir betrachten die Funktion f von x gleich exp von a mal Quadratwurzel von x geteilt durch x, in der a einen reellen Parameter bezeichnet. Erstens, bestimme den Definitionsbereich von f. Zweitens, bestimme die eventuellen Nullstellen von f. Drittens, bestimme die eventuellen Asymptoten ihres Graphen. Viertens, untersuche Steigung, Gefälle von f und charakterisiere ihre eventuellen Extrema. Fünftens, skizziere den Graph von f, indem du alle bisherige erhaltene relevante Ergebnisse explizit mit den Merkmalen des Graphs verbindest. Diese Funktion f kann auch so geschrieben werden: f von x gleich e hoch a mal die Quadratwurzel von x geteilt durch x mit a beliebiger reeller Zahl. Beginnen wir mit dem Definitionsbereich dieser Funktion. E hoch ist für alle Hochzahlen definiert. Die Quadratwurzel von x ist nur definiert für positive x-Werte. Und dieser Nenner x darf nicht 0 sein. Zusammengefasst bedeutet das also, dass x streng positiv sein muss und demzufolge ist der Definitionsbereich dieser Funktion f das offene Intervall von 0 bis plus unendlich. Zweitens, um die eventuellen Nullstellen von f zu finden, sollen wir die Gleichung lösen f von x gleich 0, aber für egal welchen reellen Wert a und für egal welchen Wert x im Definitionsbereich der Funktion gilt e hoch a mal Quadratwurzel von x ist streng positiv und x auch. Also ist dieser ganze Bruch immer streng positiv, also niemals 0, woraus wir schließen, f hat keine Nullstelle. Kommen wir jetzt zu den eventuellen Asymptoten. Zuerst die Vertikalen. Da der Definitionsbereich dieser Funktion das offene Intervall von 0 bis plus unendlich ist, macht es Sinn, den Grenzwert von f von x bei 0 plus zu berechnen. Wir ersetzen hier drin das x durch 0, finden so e hoch 0, das heißt 1, geteilt durch 0. 1 geteilt durch 0 ergibt einen unendlichen Grenzwert und da dieses f von x immer streng positiv ist, kann dieser Grenzwert nur plus unendlich sein. Wir finden also bei einer Zahl einen unendlichen Grenzwert und das zeigt, dass diese Funktion f bei dieser Zahl eine vertikale Asymptote hat. Die Gleichung dieser Asymptoten ist x gleich 0. Jetzt kommen wir zu den horizontalen Asymptoten. Und dazu unterscheiden wir zwei Fälle. Entweder der Parameter a ist streng positiv oder er ist kleiner gleich 0. Erster Fall, a streng positiv. Um eine horizontale Asymptote zu bestimmen, berechnen wir den Grenzwert von f von x bei plus unendlich. Nur bei plus unendlich, denn bei minus unendlich ist diese Funktion nicht definiert. Wir ersetzen x durch plus unendlich. Die Quadratwurzel von plus unendlich ergibt plus unendlich. Und da a eine streng positive Zahl ist, ergibt a mal plus unendlich ebenfalls plus unendlich und e hoch plus unendlich, das macht plus unendlich, geteilt durch plus unendlich. Wir erhalten also hier diese Unbestimmtheit und dürfen den Lehrsatz von de L'Hôpital anwenden, indem wir den Zähler ableiten, das ergibt dieses Produkt, und den Nenner ableiten, das ergibt 1. Der Grenzwert, der noch zu berechnen bleibt, ist also dieser. Wir ersetzen x da und da durch plus unendlich
Und da a streng positiv ist, ergibt das wieder die Unbestimmtheit plus unendlich geteilt durch plus unendlich. Also wenden wir nochmals den Lehrsatz von de l'Hôpital an, indem wir den Zähler ableiten, diese Ableitung ergibt dieses Produkt, und den Nenner ableiten, diese Ableitung ergibt dieses Produkt. Wir sehen oben und unten diesen selben Bruch, der streng positiv ist, also können wir durch diesen Bruch kürzen und jetzt bleibt nur noch dieser Grenzwert zu berechnen. Wir ersetzen jetzt nochmals x durch plus unendlich. Die Quadratwurzel von plus unendlich ergibt plus unendlich und da a streng positiv ist, ergibt dieser Exponent plus unendlich. Und der Grenzwert von e hoch plus unendlich, das macht plus unendlich. All diese Rechnungen, um letztendlich herausgefunden zu haben, dass der Grenzwert von f von x bei plus unendlich keine Zahl ergibt, was also bedeutet, dass wir in diesem Fall, wo a streng positiv ist, keine horizontale Asymptote bei plus unendlich haben. Im zweiten Fall, wo a kleiner gleich 0 ist, berechnen wir wieder den Grenzwert von f von x bei plus unendlich, um eine eventuelle horizontale Asymptote zu finden. Dazu schreiben wir diesen Bruch in Form von diesem Produkt um und betrachten jetzt den ersten Unterfall, wenn a gleich 0 ist. Wenn a gleich 0 ist, haben wir hier e hoch 0, das heißt 1, mal 1 geteilt durch plus unendlich, das heißt 0, und 1 mal 0 ergibt 0. So erhalten wir als Grenzwert 0. In dem zweiten Unterfall, wo a streng negativ ist, erhalten wir hier e hoch minus plus unendlich, also e hoch minus unendlich, das heißt 0, mal 1 auf plus unendlich, das heißt auch 0, und 0 mal 0 ergibt als Grenzwert 0. In beiden Unterfällen von diesem zweiten Fall erhalten wir also als Grenzwert 0, was bedeutet, dass diese Funktion f in diesem zweiten Fall eine horizontale Asymptote bei plus unendlich hat, deren kartesische Gleichung y gleich 0 ist. Und da dieses f von x immer streng positiv ist, nähert der Graph von f sich dieser horizontalen Asymptote von oben. Wir kommen zu den eventuellen schrägen Asymptoten. Im ersten Fall, wo a streng positiv ist, berechnen wir den Grenzwert bei plus unendlich von f von x geteilt durch x. Das heißt, wir rechnen den Grenzwert bei plus unendlich von e hoch a mal Wurzel x geteilt durch x². Wir ersetzen x da und da durch plus unendlich. Und da a streng positiv ist, erhalten wir hier e hoch plus unendlich, also plus unendlich, geteilt durch plus unendlich im Quadrat, also geteilt durch plus unendlich. Diese Unbestimmtheit sagt, wir sollen den Lehrsatz von de l'Hôpital anwenden, das heißt, wir leiten den Zähler ab, das führt zu diesem Produkt, und wir leiten den Nenner ab, das führt zu 2x. Der Grenzwert, der zu berechnen bleibt, ist also dieser. Jetzt ersetzen wir wieder x da, da und da durch plus unendlich, und da a streng positiv ist, finden wir wieder plus unendlich geteilt durch plus unendlich. Also wenden wir nochmals den Lehrsatz von de l'Hôpital an und hier setzen wir diese multiplikative Konstante a Viertel sofort aus dem Grenzwert raus. Das führt dann zu diesem Grenzwert, der sich zu dieser Form vereinfacht. Diesen Grenzwert
haben wir schon mal berechnet, in diesem Fall, wo a streng positiv ist, das war eben bei der Bestimmung einer eventuellen horizontalen Asymptote und da haben wir als diesen Grenzwert plus unendlich gefunden. Limes von f von x auf x bei plus unendlich ergibt also in diesem ersten Fall keine Zahl und somit gibt es keine schräge Asymptote in diesem ersten Fall. Im zweiten Fall, wo a kleiner gleich 0 ist, kann es auch keine schräge Asymptote bei plus unendlich geben, denn in diesem Fall haben wir eine horizontale Asymptote bei plus unendlich gefunden. Wir fassen zusammen. Vertikale Asymptote, wir haben eine bei 0 plus gefunden, also die y-Achse. Horizontale Asymptote, im ersten Fall, wo a streng positiv ist, haben wir keine horizontale Asymptote bei plus unendlich gefunden. In dem zweiten Fall, wo a kleiner gleich 0 ist, haben wir als horizontale Asymptote bei plus unendlich die x-Achse gefunden. Der Graph der Funktion nähert sich dieser horizontalen Asymptote von oben. Schräge Asymptote? Es gibt keine. Um den Punkt 4 zu bearbeiten, berechnen wir natürlich die Ableitung der angegebenen Funktion. Wir haben hier ein f auf g', das ergibt f' mal g minus f mal g' geteilt durch g². Dieser Bruch führt sofort zu diesem Produkt oder auch zu diesem Produkt. Von diesem f' von x werden wir jetzt eine Zeichentabelle erstellen. Dazu suchen wir die besonderen Werte. Zuerst überprüfen wir, wo f' von x gleich 0 wird. Dieser Bruch ist immer streng positiv, wird also niemals 0. Das bedeutet, dass f' von x 0 ist, dann und genau dann, wenn diese Differenz 0 ergibt. Und diese Gleichung ist gültig, dann und genau dann, wenn a mal die Quadratwurzel von x gleich 2 ist. Um diese Gleichung zu lösen, müssen wir wieder die zwei Fälle unterscheiden, entweder die Zahl a ist streng positiv oder sie ist kleiner gleich 0. Wenn a streng positiv ist, dann können wir hier durch a teilen und erhalten so, die Quadratwurzel von x ist gleich zur positiven Zahl 2 geteilt durch a. Diese Gleichung ist also möglich in diesem Fall. Und als x-Wert finden wir dann das Quadrat von 2 geteilt durch a, also 4 auf a². Ein weiterer besonderer Wert von f' von x ist die 0. Somit können wir also diese Zeichentabelle erstellen. Für f' von x erhalten wir diese Zeichenzeile und als Konsequenzen für f erhalten wir diese Informationen. Bei 0 ist f nicht definiert. Zwischen 0 und 4 auf a² ist f' streng negativ, also dort fällt f. Rechts von dieser Zahl ist f' streng positiv, also da steigt f. Und bei dieser Zahl 4 auf a² ist f' 0. Demzufolge erreicht die Funktion f bei dieser Zahl ein Minimum mit horizontaler Tangenten. Die Ordinate von diesem Tiefpunkt erhalten wir, indem wir das Bild von dieser Zahl durch die Funktion f berechnen. Das heißt, wir ersetzen da und da x durch 4 auf a². Und somit erhalten wir als Bild das Quadrat von a mal e geteilt durch 2. Im zweiten Fall, wo a kleiner gleich 0 ist, ergibt diese Gleichung Folgendes. Da a kleiner gleich 0 ist, ist dieses Produkt negativ. Und diese negative Zahl
kann unmöglich gleich zu 2 sein, was bedeutet, in diesem zweiten Fall hat f' keine Nullstelle, also keinen besonderen Wert, außer natürlich die 0 für diesen Nenner. Betrachten wir trotzdem das Zeichen von f' von x in diesem Fall. Dieser Bruch ist immer streng positiv. Dieser Bruch ist negativ, weil a ja kleiner gleich 0 ist. Und diese negative Zahl minus 1 ergibt eine streng negative Zahl. Also haben wir als f' von x eine streng negative Zahl mal eine streng positive Zahl, woraus wir schließen, dass f' von x überall streng negativ ist, also halten wir fest, für egal welchen x-Wert im Definitionsbereich dieser Funktion gilt, f' von x ist streng negativ und demzufolge fällt f überall da, wo die Funktion definiert ist. In der fünften und letzten Etappe werden wir wieder zwischen den zwei Fällen unterscheiden. Entweder a ist streng positiv oder kleiner gleich 0. Zuerst dieser Fall. Wir wissen, dass die Funktion f links von 0 nicht definiert ist und dass sie rechts von 0 überall streng positiv ist. Das bedeutet also, dass wir diesen ganzen Bereich schraffieren können. Der Graph der Funktion kann sich da nicht befinden. Wir haben eine vertikale Asymptote gefunden. Es handelt sich hier um die y-Achse. In diesem ersten Fall haben wir auch einen Tiefpunkt gefunden mit Koordinate 4 auf a Quadrat, ae halbe im Quadrat. Und je nach der Studie dieser Funktion kann der Graph in diesem Fall nur diese Form haben. Im zweiten Fall, wo a kleiner gleich 0 ist, können wir ebenfalls diesen gesamten Bereich schraffieren. Der Graph der Funktion kann sich da nicht befinden, durch dieselben Überlegungen wie im ersten Fall. In diesem zweiten Fall haben wir auch als vertikale Asymptote die y-Achse gefunden und als horizontale Asymptote die x-Achse. Und je nachdem, was wir hier untersucht haben, wissen wir, dass die Funktion f in diesem Fall überall fallend ist und kann demzufolge nur diese Form haben. Und das beendet die Studie dieser Funktion.